Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ah, Heiligtum von den Göttern verlassen. Ich hätte echt die heiligen Ruinen-Quests hier nehmen können. Das ist auch die Gegend, die ich und Sven während der Demo angespielt hatten. Ich glaube, der Sven hasst immer noch den Mitsune. Stimmt, ich hätte auch in das Gebäude rein können. Moin, Ass, wie geht's? Hast meine Quest angenommen, ja? Sehr schön. Kann ich eigentlich auch so schön tanzen wie du? Also diese Posen machen? Komm her, dann legen wir los. Also, jetzt mache ich erstmal nur das Basistraining. Glückwunsch nochmal, dass du zum Jäger gebracht hast. Jetzt beginnt ein neues Leben für dich. Ich weiß, du brennst richtig auf die Jagd. Aber lass uns erst nochmal die Questgrundlagen auffrischen, okay? Fangen wir gleich hier mit dem Lager an. Das ist dein Zelt. Hier kannst du deine Ausrüstung und Waffen wechseln. Und deine Objekte ordnen. Wenn dir dein aktuelles Set nicht gefällt, kannst du drin deine Ausrüstung wechseln. Also das neue Feature ist, dass man während der Quest einfach seine Waffen wechseln kann, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay, ich wurde gerade ein bisschen von Akadari aufgeklärt, dass Sven hier noch immer da rumsteht und offenbar noch nichts tut und mich sterben lässt. Ich hoffe immer noch, dass er hier bei dem Projekt dazukommt. Bei Sunny weiß ich, dass er ab Montag vielleicht mitmachen kann. Das da drüben ist die Vorratstruhe. Sie enthält Objekte, die dir bei der Quest helfen. Die Gilde stellt alles zur Verfügung, also nimm dir ruhig, was du brauchst und setz es nach Belieben ein. Da müsste ich Sven übrigens auf die Finger hauen, weil das konnte ich nämlich bei seinem Stream auch sehen. Der hat sich einfach direkt alles aus der Kiste gegönnt und mir nichts übrig gelassen. Damit ist alles zum Lager gesagt. Auf zum nächsten Teil. Ich warte unten am Fluss hinter der Felsenvorsprung auf dich. Falls du dich verirrst, such mein Symbol auf der Karte. Irgendwann gibt es auch noch so eine Compilation von meinen Versprechern. Ich war nie so ein Fan von der Glefe. Klar, man konnte hochspringen, aber hier kannst du das ja auch. So, Vorratsruhe. Ich weiß, wie die funktioniert. So. Ich will noch gucken, ob ich eine Sache richtig im Kopf habe. Wie ging nochmal das mit den Seilkäfern? L, glaube ich, ne? Nee. ZL war's. Und jetzt weiß ich endlich, wie ich mich in die Luft hänge. Ey, warte mal, kann ich jetzt hier von mir ein Foto machen? Ach, Mann. Ich wollte so ein Foto davon, wie ich in der Luft hänge. Oh, hi, Hauden. Ja, dass er ein gieriger Alunke ist, habe ich während des Streams gemerkt. Beziehungsweise während meiner Aufnahme. Ich komme. Hey, hier oben! Okay, reden wir über Seilkäfer. Die sind großartig und bei der Jagd ein absolutes Muss. Ich weiß, dass man damit auch irre krasses Zeug machen kann. Kann auch sein, dass ich allein wie die Seilkäfer auf Schlangenschwert wechsle. Weil da gab es eine richtig geile Technik. Setz sie richtig ein, dann kommst du in 0, nichts. So ziemlich überall hin, sogar auf dem Felsen hier. Versuch's mal. Okay, jetzt darf ich versuchen, mich da hoch zu ziehen. Das wird lustig. Für die, die jetzt nicht wissen, was Seilkäfer sind, das ist diese Leiste, die ich da unten in der Mitte habe. Man kann irgendwo auf der Karte noch einen großen Seilkäfer einsammeln. Dann hat man einen mehr. Für jeden dieser Seilkäfer kann man entweder eine Angriffsaktion machen, wie man da jetzt gerade in der Mitte sehen kann. Oder man kann sich so nach vorne boosten, beziehungsweise nach oben schleudern lassen. Um das mal kurz aufzuklären. Und jede Waffe hat halt so eine andere Technik. Ich meine hier bei dem Schwert. Hier halt so nach vorne stürmen. Das Langschwert hatte eine richtig geile Technik. Die würde ich euch bei Belieben auch nochmal gerne zeigen.
Achso, ich soll auf dem Felsen drauf. Egal welchen Felsen, dann nehme ich den hier. So, jetzt kann ich hier einfach die Wand hochklettern und bin auf dem Felsen. Achso, ich soll auf den anderen Felsen. Hat ja geklappt, ne? Hey, sieh mal einer an, du bist ein Naturtalent. Als nächstes reden wir über Buddies. Heute habe ich meinen Palico Blitz und meinen Palamute Donner mitgebracht. Sag mal, was hat der denn für eine Wundermauge? Hallo? Geht's dir gut? Sie werden dir bei diesem Teil des Trainings zur Pfote gehen. Versuche als erstes auf Donner meinen Palamute aufzusteigen. Palamute sind schnell wie der Wind. Also wenn dir ein Monster entwischt, spring auf den Rücken deines bellenden Buddies. Warum konnte ich jetzt nicht meine Haustiere verwenden? Okay, ich warte am Ende des Weges auf dich. Triff mich dort. Ah, okay, danke für die Info. Davon wusste ich noch nichts. Ich glaube, an den Palamute brauche ich einfach nur rangehen, dann kann ich A drücken und bin auf ihn drauf. Ich meine, beim Kampf sind die Palikos aber nützlicher. Hallo, ich bin doch drauf. Hier, guck mal, ich stehe doch daneben. Lass mich rauf. So, mit denen konnte man auch irgendwas Krasses machen. Nee, das habe ich nicht gemeint. Mit denen konnte man irgendwie so sliden. Jetzt habe ich aus Versehen einen Trank gefressen. Ja, das meinte ich. Dann kriegt man so einen Boost. Ich hatte in der Demo nicht ganz verstanden, wie ich das gemacht hatte. Deswegen wollte ich es hier eben nochmal testen. So, den will ich mitnehmen. Den brauche ich später noch. Genauso das. So, das sind diese Irrlichter, die können Gesundheit hochhauen, Ausdauer, Verteidigung und Angriff, soweit ich das noch aus dem Demo kenne. Was habt ihr denn für einen Streit im Chat, während ich nicht aufpasse? Hey, seh dir all diesen gelben Irrlitz an. Wenn du einen berührst, verstärkt seinen Pollen den Glücksbringer, den du trägst, der Influlia. Der Duft des Pollens umgibt dann dein Influlia und steigert deine Werte. Das ist halt das, was ich gerade eben meinte. Unser kleiner Freund hier ist gelb, also erhöht er deine Ausdauer. Andersfarbige Irrlitz erhöhen deine anderen Werte. Ziemlich cool, wenn du mich fragst. Der Effekt bleibt nur für die aktuelle Quest aktiv, aber es ist wert, darauf verwette ich meine Schuriken. Oh, und da drüben ist ein Tuchfalter. Da ist der Käfer, den du meintest, Akadari. Auch keine Sorge, ich kriege ja von dem Streit nichts mit. Erst wenn ich mal 5 Minuten später endlich mal drauf gucke. Tuchfalter sind eine von vielen Kreaturen, denen du in den Jagdgebieten begegnest. Wir nennen sie einheimische Wesen. Da habe ich schon so ein paar coole in der Demo gesehen. Das Pulver, das der kleine Flattermann verstreut, kann deine Verteidigung stärken. Es gibt noch viele andere einheimische Wesen, die dir bei der Jagd auf verschiedene Wesen helfen könnten, Weise helfen können. Sieh dich nach anderen einheimischen Wesen um, dann spiel mit ihnen rum und schau, was für Effekte sie haben. Das klingt so falsch. Okay, nur noch ein wenig mehr. Folge mir. Was ich aber doof fand bei diesen einheimischen Wesen, die hatten extra nochmal so eine andere Objektleiste. Da musstest du erstmal eine Ewigkeit suchen, bis du sie gefunden hast. Rumsliden. Ich dachte, er wäre um die Ecke herum. Aber schön, dass in meinem Chat zur Abwechslung mal was los ist. Also deutlich mehr als sonst. Große Klasse, Ass. Hast du den Dreh beim Reiten von Palamutes schon raus? Was? Sie sind echt hilfreiche Buddies, vor allem wenn du große Wegstrecken zurücklegen musst. Du kannst ihnen während des Ritts sogar das Kommando zum Angriff geben.
Aber ihre Angriffe sind nicht so stark wie deine. Deshalb solltest du besser absitzen, wenn die heiße Phase der Jagd beginnt. Die wahrscheinlich erst bei der nächsten Quest losgeht. Oh, sieht aus, als wäre ein paar Monster in der Nähe. Wie steht es um deine Gesundheit und Ausdauer? Pass auf, dass du deinen allgemeinen Status draußen im Feld immer im Auge behältst. Im Übrigen, ich werde wahrscheinlich nur bei der Quest so viel vorlesen müssen. Danach geht's wirklich einfach nur, hau drauf, spreng das Vieh und hast nicht gesehen. Ist es jetzt eigentlich bei Rise so, dass ich unendlich von diesen Netzen habe? Oder muss ich mir die auch alle herstellen? Okay, das war übrigens, was ich testen wollte. Ob ich jetzt lange diesen Rutschhader machen muss? Oder ob es ausreicht, wenn ich einmal so ganz kurz andrücke? So, ich glaube, ich bin schon dran vorbeigerannt. Ah, hier ist so eine von diesen einheimischen Tieren. Niefnerz. Ich hab's geschafft, an ihm vorbeizurennen. Klasse, ein Rudel Itsushi. Und es sind 3 Stück. Erledigen Sie für mich. Okay, ich verwandle die Itsushis in Sushi. Also die Speise. Ja, Tutorial halt. Bei Tutorial hab ich viel zum Vorlesen. Halt dich nicht zurück, nur weil sie klein sind. Die sind gerne mal geschickt und skrupellos. Da stand skrupellos. Das habe ich mir nicht eingebildet. Da stand skrupellos. Ich habe gerade noch mal in den Stream geguckt. Denk einfach an dein Training. Dann packst du das mit links. Halte deine Waffe bereit. Schön ruhig und mach sie fertig. Immer ein Angriff nach dem anderen. Ja, das mache ich aber ohne den Hund. So. Und wenn ich jetzt so mache... hätte da eigentlich so eine blaue Zahl sein müssen. Ich sehe doch, dass du noch lebst. Ja, die Angriffe sind hier ein bisschen anders als beim vorherigen Teil. Fantastisch tolle Arbeit, Ass. Oh, und denk dran, die Monster für Materialien zu zerlegen. Du kannst dann in der Schmiede für... Das kannst du dann in der Schmiede für Verbesserungen nutzen. Also, da mache ich mir Waffen und so alles. Komm zu mir, wenn du mit dem Zerlegen fertig bist. So, wo ist meine Beute? Da ist die Beute. Ich komme. Hm, yum. Endlich bringe ich mal was zu essen nach Hause. Jetzt muss mich meine Frau nicht mehr anschreien. Ständig sagt sie, bring doch mal was Kaubares nach Hause. Habe ich nicht 3 Viecher erlegt? Wo ist das dritte? Hallo? Hallo? Ach da! Hat sich im Gebüsch versteckt. Ah, ein bisschen Pelz. So, alle mal ins Licht gucken. Oh, und ein weiterer Seilkäfer. Das war eine unglaubliche Jagd. Auf meinem besten Schüler ist einfach Verlass. Keine Sorge, wenn du mit deiner Leistung noch nicht ganz zufrieden bist... Du stehst ja noch am Anfang deiner Laufbahn. Also dann gehen wir ins Lager zurück. Wir sind ganz schön weit gelaufen. Aber kein Problem. Mit der Schnellreise bist du ruckzuck wieder im Lager. Ich gehe vor, wir sehen uns dort. Ich suche... Ach, Minus gedrückt halten war's. Schnellreise dahin. Warte mal, ich wollte eigentlich jetzt reingehen und euch mal die Technik von dem Langschwert zeigen. Glückwunsch, du hast die Basistrainingsquest abgeschlossen. Ich bin stolz auf dich, als vollwertigen Jäger in die Welt zu entlassen. Du hast viel gelernt, aber vergiss nicht, der älteste Vogel und ich haben hohe Erwartungen an dich. Die werde ich leider alle nicht erfüllen können. Ich werde den ersten Yagi sehen und dabei draufgehen. Nein, ich habe schon mehrere von den Monster Hunter Spielen durchgespielt. Falls dir mal danach ist, dein Basistraining aufzufrischen, brauchst du diese Quest nur erneut von Hinoa anzunehmen. Ich gehe gern nochmal alles mit dir durch. So, ich bin hier drin. Kann ich jetzt wirklich einfach hier meine Waffe wechseln?
Kann ich. Langschwert, ganz schnell. Ganz schnell, ganz schnell. Vielleicht kann ich die Technik noch zeigen. Nein! Ich hab's nicht hinbekommen. Aber endlich Tutorial geschafft. Und man kriegt so gut wie gar nichts dafür. Na gut, ich habe ein bisschen was eingesammelt. Einfach alles nehmen. Zu Anfang kann ich alles gebrauchen.